befinden uns hier direkt vor dem KZ Oberer Kuhberg, der Gedenkstätte. Und ich möchte Sie heute einladen, mit mir zusammen einen ganz kleinen Eindruck zu gewinnen davon, was Schüler und Senioren im Rahmen eines Mehrgenerationenprojekts in Auschwitz erarbeitet haben. Senioren und Schüler fahren nach Auschwitz. Und was passiert dort? Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es das erste Mal Auschwitz. Und sie waren sprachlos. Keine Worte mehr zu finden für das, was man gesehen hat, für das, was man erlebt hat und für die vielen, vielen Bilder, die jetzt in einem stecken und für die sich keine Worte finden lassen. Nun sollte Auschwitz nicht nur ein Touristenbesuch sein, hingehen, angucken, wieder heimfahren. Das kam so für uns nicht in Frage, sondern wir wollten uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Geistig, aber auch ganz materiell. Und wie Sie sehen, haben die Teilnehmer doch wieder Worte gefunden. Denn das war unser Thema. Nach der Sprachlosigkeit Worte finden. Worte finden für das, was man gar nicht aussprechen kann, weil es so furchtbar ist. Ich möchte Ihnen gerne drei Arbeiten vorstellen, ein bisschen genauer. Unter all der Vielfalt der Ideen, die Sie hier nur erahnen können. Eine Arbeit sehen wir hier. Ein Teilnehmer hat ein altes Fenster mitgebracht. Ein kaputtes, ein fragiles, bei dem der Lack abblättert. Es ist nicht mehr schön, aber dieses Fenster hat etwas erlebt. Und dieses Fenster eröffnet einen neuen Einblick. Denn wenn man durch die Scheiben hindurchschaut, dann sieht man zwei Zeichnungen. Auf der einen Seite steht der Satz hier, das Buch der 4 Millionen Namen. Ein Verweis auf einen Raum in einem der Blöcke im Stammlager, in dem es ein riesiges Buch gibt mit den 4 Millionen Namen der Opfer und auch ihrer Herkunft und der Geburts- und Sterbedaten. Im oberen Fensterbereich hat der Teilnehmer eine Skizze angefertigt oder eine Zeichnung vielmehr dieses großen Buches und eines Menschen, der darin blättert und überwältigt wird von all diesen Namen, die er darin findet. Auf der anderen Seite finden wir ein Triptychon eines Teilnehmers. Wir hatten zuvor einen Senior, jetzt haben wir einen Jugendlichen vor uns, der sich mit zwei Zitaten auseinandersetzt, die er jeweils gegenüber voneinander positioniert und sie verbindet mit Spiegelscherben, fast wie eine Armbinde wirken oder vielleicht ein Weg, ein Platz. Sie streben alle in die gleiche Richtung. Aber in keiner dieser Spiegelscherben sieht sich der Betrachter ganz, sondern immer nur ausschnitthaft, immer nur in Teilen, in Bruchstücken. Und so ist es manchmal auch mit den Worten,
dass man gar keine ganzen Sätze mehr bilden kann, sondern nur noch lauter Bruchstücke im Kopf herumschwirren. Und man versucht dann erstmal eine Ordnung zu finden in den Gedanken. Als drittes möchte ich Ihnen diesen Koffer vorstellen. Er stammt von einer Teilnehmerin, die sich besonders mit dem Kinderorchester auseinandergesetzt hat, die das unheimlich betroffen gemacht hat, dass da Kinder spielen mussten, wenn die neuen Ankömmlinge in das Lager gebracht wurden. Damit keine Panik entstehen sollte, spielten sie Märsche. Und dieses Bild schwebte in ihrem Kopf und sie fand einen Ausdruck mit Worten, die hier aus diesem Instrumentenkoffer herausfließen, herausquellen, herausdrängen. Das Orchester spielt Marschmusik. Gleich sehen wir die Noten und die Reihen von Menschen auf dem Weg in das KZ. Ich bin hierher gekommen in dem Glauben, schon fast alles zu wissen, was es über diesen Ort zu wissen gäbe. Doch jetzt weiß ich, dass ich keine Ahnung habe. 2 Millionen Besucher und Touristen kommen hierher jedes Jahr. Sind das viele? Für die mindestens 1,1 Millionen Ermordeten hier waren das etwa 2 Besucher pro Opfer im Jahr. Sind das viele?